Morgen! Im Namen des Mondes informieren wir euch. Hallo zusammen, ich bin die Daisy oder Daisy Renoir von Sailor Moon German. Und bei Sailor Moon German bin ich seit 2012 und ich bin im schwarz-rot-goldenen Fuku als die Sailor Moon German auf den Conventions anzutreffen. Ich wurde einfach gefragt, ob ich das machen möchte. Man kam auf mich zu, um genau zu sein, kam der Stavros auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und da war ich ganz geehrt und habe natürlich angenommen, weil hey, Sailor Moon, cool, mag ich schon. Habe ich als kleines Mädchen geguckt und auf dem Schulhof gespielt und ja, also das fand ich super. 2013 und 2014 konnte ich allerdings nicht auf Conventions kommen und auch überhaupt nicht anwesend sein, weil ich in Japan war für mein Studium. Ich studiere nämlich Japanologie. Und 2015 bin ich dann auf der Leipziger Buchmesse erstmals wieder mitgekommen. Und da haben wir ganz spontan auch ein Konzert bekommen und dann kam plötzlich alles ins Rollen. Und wir haben ein CD-Projekt, also das Sailor Pride CD-Projekt ins Rollen bekommen und geschafft. Und dann kamen auf einmal Stage-Events und meine Aufgabe als Sailor Moon German Gesicht hat sich insofern erweitert, dass ich dann mit einem kleinen Kreativteam und einigen Mitgliedern von Sailor Moon German die Auftrittsprogramme und Konzertslots für Sailor Moon German gefüllt habe. Und da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Ich habe ein sehr vielfältiges Programm auf die Beine gestellt gehabt, habe Leute eingeladen und Konzepte gemacht und organisiert und getan und bla. Und auf jeden Fall haben wir jetzt Ende des Jahres die Bilanz gezogen. 2016 soll ein noch cooleres Jahr, ein noch moonigeres Jahr werden. Und da stand ich schon vor so einer Elefantenaufgabe und dachte mir, oh, das würde jetzt aber eine ganze Menge für mich. Ich würde ja auch noch gerne nebenbei mein Studium zu Ende bringen. Deswegen habe ich mir ein sehr kompetentes Team zusammengestellt und wir werden für 2016, dem Sailor Legend Jahr, werden wir richtig was auf die Bühne bringen. Wir haben ja jetzt einige Erfahrungen gesammelt 2015 und wir haben auch eine ganze Menge geschafft und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ich denke, wir können das alles noch ein bisschen toppen und ich freue mich total, wenn wir uns 2016 auf den Conventions sprechen, wenn ihr euch die Bühnenprogramme anschaut und ja, wenn ihr uns auch eure Meinung dalasst. Ich würde mich total freuen. Gibt es noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt schon das Ende des Videos. Also, ich wünsche euch ein wunderschönes Jahr 2016 und den Signature-Spruch brauchen wir noch. Moment. Also, wir sind Sailor Moon German und im Namen des Mondes informieren wir euch. Hallo, ich bin Biene, komme aus Köln und mich trefft ihr auf Conventions. Und ich freue mich sehr auf das neue Jahr mit Sailor Legends. Hallihallo meine Lieben. Ich bin Tara, auch bekannt als Shirin. Ich bin 20 Jahre alt und in Sailor Moon German als Leitung des Dabba-Teams sowie als Stimme von Sailor Moon tätig. Falls ihr noch nie was vom Dabba-Team gehört habt, macht das ehrlich gesagt nicht. Denn wir waren jahrelang leider sehr, sehr inaktiv. Dabei hat Sailor Moon German als Team sogar mit uns angefangen. Und zwar 2010, 2011, indem wir damals die Specials, ich kann gerade nicht reden, entschuldigt, die bis jetzt eigentlich nur auf Japanisch draußen waren, auf Deutsch gefandubbt haben. Das ist schon wieder so lange her, ich kann kaum glauben, wie viel Zeit seitdem vergangen ist. Und immer noch ist Sailor Moon German tätig und mittlerweile so dermaßen präsent und das ist wirklich total schön mit anzusehen. 2016 werden wir mit Sailor Legend dann so richtig durchstarten und Sailor Moon Crystal kommt auf Deutsch raus. Das ist ein so tolles Jahr für uns. Und ich hoffe sehr, dass ihr uns da begleiten werdet auf dieser Reise. Denn eine neue Sailor Moon Legende wird tatsächlich beginnen und ich freue mich so sehr, Teil davon zu sein. 2016 werdet ihr auch dann von mir selber mehr im Sailor Moon German Team hören. Denn als Leitung des Dabba-Teams werde ich mich sehr dafür einsetzen, dass wir dabei wieder präsenter sein werden. Ich bin zudem auch Cosplayerin, Sängerin und ich schreibe sehr gerne und ich würde mich auch tierisch freuen, mich mehr in diesen Bereichen beteiligen zu können und euch auf Conventions und sonst irgendwo kennenlernen zu dürfen. Es würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ja, so viel kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich hoffe, dass ihr ein wunderschönes Neujahr haben werdet
Habt Spaß mit euren Lieben. Und ich hoffe auch, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachten, obwohl es nicht so sehr geschneit hat. Folgt Sailor Moon Sherman weiterhin, denn es wird 2016 wirklich ein wundertoll schönes Jahr für uns sein. Und ja, habt einfach eine gute Zeit. Liebe, liebe Grüße. Und das Ding ist jetzt falsch rum. Tschüss. Hallo Sailor Moon Fans. Ich bin die Inu, ich komme aus Bremen und bin ganz neu im Sailor Moon German Team. Ich habe früher schon mal kleinere Sachen im Heft übernommen, wie Übersetzung, und übernehme jetzt den Bereich Conventions und Cosplay. Ich bin Con-Gängerin seit 2000, 2001 und bin seitdem auch leidenschaftliche Cosplayerin. Ich bin aber nicht nur einfach Cosplayerin, sondern ich bin auch Mitglied der Showgruppe Yume und war auch in ein paar anderen Gruppen. Aber mit Yume hängt mein Sailor Pride Moment 2015 zusammen. Wir haben uns 2011 eigentlich zur Ruhe gesetzt und wollten eigentlich nicht mehr auftreten. Aber zum Sailor Pride Jahr hat Stavros eben angefragt, ob ein paar von uns nochmal die Bühne rocken wollen und zusammen nochmal auf die Bühne gehen wollen. Und da haben wir natürlich ja gesagt. Und das war eben mein Sailor Pride Moment, wie wir dann uns nach vielen Jahren wieder gesehen haben, uns Backstage getroffen haben, nochmal die Tanzschritte probiert haben, die einfach immer noch saßen, die, glaube ich, auch keiner von uns je vergessen wird, zu La Soldier, dem Lied aus Sailor Miu. Und ja, wir verstanden uns direkt wieder. Es war, als wären wir nie weg gewesen, sonst hätten wir nie irgendwas anderes gemacht, als diesen Song zu tanzen und dabei zu singen und einfach Spaß zu haben. Und beim Auftritt selber ist dann noch ein wunderschönes Foto entstanden, was mir sehr viel bedeutet. Ich muss noch mal gucken, wer es gemacht hat. Ich muss mich dringend bei denen bedanken. Ich zeige es noch mal in die Kamera. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Da stehen wir alle auf der Bühne. Hinten ist noch mal eingeblendet Sailor Pride. Alle in Pose. Es war einfach gigantisch. Ich hatte noch mehr tolle Sailor Pride-Erlebnisse in diesem Jahr, vor allen Dingen auf der MMC. Aber das würde jetzt leider zu lange dauern, sie zu erzählen. Ich hoffe einfach, dass ich im nächsten Jahr, 2016, noch ganz viele andere tolle Erfahrungen mit Sailor Moon German und auch mit ganz vielen anderen sammeln kann. Unter anderem euch, die ihr uns unterstützt und unsere Arbeit verfolgt. Und auch eben mit dem Team, was ich jetzt neu kennenlerne und hoffentlich ganz viele neue Freunde auch gewinnen werde. Und natürlich auch mit Yume hoffentlich. Ja, jetzt gebe ich dann mal ab an meine nächste Sprecherin und viel Spaß noch mit Sailor Moon German und Sailor Legend 2016. Hallo zusammen. Ich habe zwar leider nichts von Sailor Moon, aber der ist genauso niedlich hier. Ihr fragt euch sicherlich jetzt, warum ich das Video erstens vertikal mache und zweitens, wer bin ich überhaupt? Ich mache mein Video vertikal, weil meine Kamera sonst irrsinnig spinnt. Ich weiß nicht wieso, aber sie tut's leider. Und da denke ich mir lieber so ein Video als gar keins. Und die andere Frage, wer bin ich überhaupt? Mich kann man noch überhaupt nicht kennen, da ich jetzt erst seit Dezember im Team bin. Aber ich freue mich dennoch umso mehr, dass ich jetzt im Team sein darf. Und ich werde der lieben Sayori tatkräftig mit Grafiken unterstützen. Oder ich werde der lieben Mandy mit Grafiken für die Website oder sonstiges unterstützen. Oder auch eure T-Shirts oder Plakate, was auch immer. Auf jeden Fall wird super spannend. Ich hoffe auch, dass ihr super Spaß haben werdet, weiterhin mit Sailor Moon German, weiterhin mit Sailor Moon, den Musicals und was es noch so alles gibt. Auf jeden Fall werde ich mein Video sehr kurz machen, weil ich auch nicht so viel zu erzählen habe. Umso mehr, im Namen des Mondes informieren wir euch. Hallo liebe Moonies, ich bin Sayori, komme aus dem wunderschönen Hamburg und bin seit ca. Ende 2011 Sailor Moon German Mitglied. Ich hoffe, ihr hattet wunderbare, besinnliche Festtage und rutscht jetzt auch super ins neue Jahr. Denn wie ihr ja wisst, ist das nächste Jahr ja Sailor Legend, unser Jahr. Juhu! Oh, jetzt hat man meine Zettel gesehen. Ja, ich habe mir ein paar Zettelchen geschrieben, weil ich manchmal vergesse, was ich noch sagen wollte.
Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ja, ich möchte mich natürlich auch einmal kurz vorstellen mit dem, was ich so bei Sailor Moon German mache, damit ihr überhaupt auch mal wisst, wer da jetzt so hinter dem ganzen Projekt steht. Und zum einen übernehme ich die Aufgabe des Grafikdesigns und habe unter anderem die ersten Logos oder auch die Layouts mit dem schwarzen Hintergrund und den Kristallen und sowas, die dann mit dem großen Banner oder auch den letzten Banner, den wir auf der Sailor Pride Convention dabei hatten, das habe ich so unter anderem alles erstellt. Und werde auch jetzt wieder nach einer kurzen Pause, die ich eingelegt hatte, wieder im Grafikdesign ordentlich dabei sein und ordentlich mitbasteln. Zu Sailor Moon German bin ich eigentlich gekommen über das Dubbing bzw. Synchronisieren und habe in dem damaligen Puppenspieler-Special die Rolle der Sailor Neptune übernommen und bin aber jetzt zukünftig als Sailor Pluto zu hören. In Zukunft werde ich bei SMG aber auch für Fotos und Videos zuständig sein und mit anderen zusammen über die Conventions huschen. Ich hoffe natürlich, dass ich viele von euch da mal live sehe und antreffe und kennenlernen kann. Und ich bin da schon ganz gespannt auf 2016. Ja, je nachdem, was halt so anfällt, übernehme ich Aufgaben bei SMG und hoffe, dass ich da fleißig helfen kann. Was waren meine Highlights 2015? Meine Highlights waren auf jeden Fall die MMC in Berlin mit Yume und es war auch meine erste Convention, wo ich im Auftrag von SMG mal unterwegs gewesen bin und es war toll, das ganze Team mal live zu sehen und möchte natürlich jetzt noch viel, viel mehr dabei sein und so aus dem fernen Hamburg als Student war es manchmal ein bisschen schwierig für mich zu den Conventions zu kommen und habe deswegen viel im Hintergrund mit den Grafiksachen agiert. Und ja, mein zweites Highlight war natürlich das Sailor Pride Konzert auf der Contopia, wo ich zusammen mit dem Singerteam mit Desiree Noah und Salea zusammen auf die Bühne durfte und mit euch zusammen meine Sailor Pride Songs musikalisch mit euch teilen durfte. Das war für mich natürlich auch das Nonplusultra. Und 2016. 2016 wird, glaube ich, das Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch. Sailor Legends, Sailor Crystal. Sailor Moon Crystal kommt auf Deutsch und Sailor Moon Crystal kommt nach Deutschland. Und es wird einfach so, boah, geil. Es wird einfach so wahnsinnig cool werden, glaube ich. Und ich bin ganz doll gespannt auf die Conventions, auf die Synchro, auf die, wie es bei euch auch bei den Fans ankommt. Und wir sind ja natürlich alle Fans, aber ich bin auf jeden Fall ganz, ganz, ganz doll gespannt. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, ihr habt noch wunderschöne Restferien, Urlaub, einen guten Rutsch, tolles Silvester, ballert euch nicht die Finger weg. Und dann freue ich mich ganz doll auf 2016, auf euch und auf Sailor Moon German und auf all die tollen Projekte, die uns zusammen erwarten werden. Bis dann, tschüss! Sailor Moon Fans da draußen und ein herzliches Hallo an alle Sailor Moon German Teammitglieder. Ich bin Salea und ich freue mich wahnsinnig auf das nächste Jahr 2016 mit euch. Und ich kann euch versprechen, es wird sehr legendär. Also lasst uns zusammen tanzen! Ja, entschuldigt für den kleinen Tanzausraster, den ich gerade hatte, aber den hatte ich nicht umsonst, denn ich bin nämlich seit November 2015 nun ein neues Sailor Moon German Teammitglied geworden und ich freue mich so wahnsinnig wie Bolle, würde jetzt Desiree Noah sagen. Und bin deswegen ein bisschen ausgerastet und musste ein bisschen meine Haare schwingen und ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, was mache ich bei Sailor Moon German? Ich stehe zusammen mit Desiree Noah auf der Bühne, kümmere mich also um das Bühnenprogramm mit ihr, was ich eigentlich auch schon in 2015 gemacht habe. Deswegen bin ich ja auch da reingerutscht. Und genau, wie bin ich zu Sailor Moon German gekommen? Ich habe Desiree Noah
bei den Vorbereitungen zu dem Cosplay-Weihnachtsball Mao no Yoru das erste Mal kennengelernt. Da hat uns nämlich die liebe Seetsu, ich grüße dich ganz lieb, beide angeschrieben, in einem Chat gepackt und gemeint, hey, ihr müsst auf unserem Ball singen und ich finde, eure Stimmen passen zusammen und wir müssen uns mal treffen. Soll ich sagen, also seitdem ich Daisy das erste Mal kennengelernt habe, bin ich irgendwie total in sie verliebt. Ah, ich hab mich geoutet! Hoffentlich kriegt das Tobi nicht mit. Und irgendwie war ich dann bei fast jedem Sailor Moon German Konzert 2015 dabei. Sei es auf der Hanami, wo ich noch alleine da stand. Dann auf der Gamescom, wo ich dann schon als Sailor Venus verkleidet neben Daisy stand und zwei weiteren hübschen Sailor-Kriegerinnen. Und dann kam auch noch Yume dazu. Oh mein Gott, es ist Yume! Und die mich dann auch fragten, ob ich Lust hätte mitzumachen, weil nämlich leider einer absagen musste. Und da habe ich mich wahnsinnig geehrt gefühlt, auch da bei diesem Musical-Projekt mitzuwirken. Das ganze Jahr war letztes Jahr viel mit Sailor Moon und dann kam letztendlich Stavros zu mir und fragte mich, ob ich mit dabei sein möchte. Und da bin ich natürlich eskaliert, wie gerade in diesem Video. Oh mein Gott, er hat mich gefragt! Und freue mich wahnsinnig, jetzt auch wirklich offiziell als Sailor Moon German Mitglied dabei zu sein. Und ich kann es jetzt schon kaum erwarten auf das nächste Jahr, auf die ganzen neuen Lieder, auf alles, was auf uns zukommt. Ich bin selber noch, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was alles auf uns zukommen wird. Aber eins ist auf jeden Fall sicher, es wird legendär. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in das neue Jahr 2016. Eure Sailor Venus. Hallo liebe Moonies, hier ist eure Yuki Tenshin vom Sailor Moon German Team und ihr kennt mich von den Rezensionen zu Sailor Moon Crystal. Und ich wünsche euch erstmal ein wunderschönes neues Jahr 2016 und ich hoffe, dass ihr gut reingerutscht seid und dass ihr ein tolles Jahr 2015 hattet. Hinter uns liegt ja das Sailor Pride Jahr voller Sailor Momente und auch mit der Sailor Pride Convention, auf der ich dann auch endlich mal war und einige von euch kennenlernen konnte. Und vor uns liegt jetzt das Jahr 2016 auch voller Sailor Moon Crystal und bei uns steht das unter dem Thema Sailor Legend. Und es ist einfach eine neue Legende, die jetzt beginnt, denn Sailor Moon Crystal kommt endlich nach Deutschland. Die Blu-rays und DVDs stehen im Sommer an und ich bin schon ganz gespannt, denn das wird für mich auch vielleicht die nächste Aufgabe sein, zu vergleichen, was ist denn daraus geworden, was haben die Deutschen daraus gemacht, kann ich auch endlich wieder Reviews zu schreiben. Und natürlich kann ich auch euch Reviews zu der neuen Staffel von Sailor Moon Crystal schreiben, in der ja dann hoffentlich, oder ganz vermutlich, unsere Uranus und Neptun und auch meine geliebte Saturn dabei sein werden, hoffentlich. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr davon haltet, was ich davon halte und wie sich so unsere Meinungen vielleicht kreuzen oder auch gleich liegen und was ihr davon haltet. Und ich bin auch ganz gespannt, was ihr so alles haben wollt von uns, denn ich bin für so vieles offen, ich schreibe so gerne Rezensionen. Und ich habe auch schon so die eine oder andere Idee, was ich machen kann. Und es gibt bestimmt auch ganz viele tolle neue Produkte, über die ich dann auch natürlich Reviews schreiben kann. Vielleicht auch das ein oder andere vergleichen, alt gegen neu oder wie wurde das überhaupt alles umgesetzt. Das steht natürlich auch dann bei den Blu-rays und DVDs an. Denke ich mal, dass ich das machen kann für euch. Mal gucken, wie haben die Deutschen das umgesetzt, wie ist die deutsche Synchronisation und so weiter und so fort. Und ich bin ganz gespannt, was ihr davon haltet, was ich davon halte. Ansonsten bin ich gespannt, was für tolle neue Sailor Moon Sachen es nächstes Jahr geben wird. Vielleicht kann ich ja auch zu dem einen oder anderen auch ein Review schreiben, wenn euch das interessiert. Vielleicht auch Vergleiche zwischen alten und neuen Sachen oder auch zu Puppen oder Tutorials. Je nachdem, was ihr haben wollt. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich wünsche euch nun ein, habe ich am Anfang schon gesagt, ein ganz tolles neues Jahr 2016. Voller Sailor Moon. Und ja, vielleicht schreibt man sich ja mal. Tschüss! Hallo, ich bin Almut bzw. Sparrow, komme aus Berlin und ihr könnt mich entweder auf Conventions treffen oder ihr lest vielleicht mal eine Übersetzung von mir. Auch ich freue mich auf ein tolles neues Jahr 2016 und freue mich super auf unsere Sailor Moon Legend Kampagne, die dann mit Crystal an den Start geht und wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Hallo, ich bin Seki und ich bin die Sailor Mars im Dabba-Team von Sailor Moon German.
Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten, dass ihr besinnliche Zeiten mit eurer Familie und euren Freunden verbringt. So richtig, wie die Senshis das tun würden, mit viel Liebe. Und einen guten Rutsch natürlich ins neue Jahr. Und was ich noch sagen möchte, also mein Sailor Pride Moment war eigentlich alles, dass es erfolgreich für Sailor Moon German lief in diesem Jahr, dass es die CD für Sailor Pride gab, also dass die rausgekommen ist, dass es ein Konzert dazu gab, die ganzen Conventions, auf denen Sailor Moon German vertreten war und vor allem, dass ihr Fans viel für das Team zurückgegeben habt an Feedback und dass euch das alles so gefallen hat. Ja, und Maikata möchte auch hier was erzählen. Ja, was war denn dein Sailor Pride? Ja. Ja, und dass Sailor Moon Crystal auf Deutsch kommt im nächsten Jahr auf Animax. Ja, ich gebe dann jetzt weiter. Servus, da spricht die Simone, besser bekannt als Hordex, und ich melde mich direkt aus München. Ihr kennt mich vermutlich am meisten schriftlich durch meine Texte in den Convention Booklets oder auf dem Blog, wenn es zum Beispiel um Ankündigungen ging, oder mein Interview mit der amerikanischen Sailor Uranus-Stimme oder zum Beispiel aus dem Booklet für Sailor Bride. Denn ich begleite als Pressesprecherin für Sailor Moon German die ganzen tollen Sachen meistens textlich. Manchmal natürlich auch vor Ort und dann bin ich wahnsinnig stolz auf Sailor Pride, auf unser Team, auf euch als Fans. Und mein persönliches Highlight 2015 war definitiv die Reunion von ein paar alten Sailor Mio Darstellern, zum Beispiel Yuka Nao, die ich als Haruomichi wahnsinnig liebe. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die 2016 wieder mal gemeinsam auf der Bühne stehen würden. Auch wenn das nicht so ist, denke ich, wird 2016 ein wahnsinnig legendäres Jahr für uns alle und ich freue mich darauf, mit euch weiterhin meine Leidenschaft frönen zu können und wünsche euch ein schönes neues Jahr. Ciao! Hi, hier ist Krummbeere! Und hier ist eure Sapra! Yay! Und ja, wir sind jetzt auch dabei, uns mal vorzustellen, was wir so bei SMG so treiben. Ja, ich bin unglaublich alt. Also, sag mal so, ich hab Sailor Moon verfolgt, da war ich noch 14, als ich es zum ersten Mal auf ZDF geschaut habe. Also, unglaublich alt. Wie alt bist du? Und ich bin 30 geworden. Auch viel zu alt. Was? Ich höre dich nicht. 30 geworden, viel zu alt. Ja, das stimmt. Aber immer noch ein Jungspund gegenüber mir. Ja, also, was machst du denn so bei SMG? Ich bin im Übersetzerteam. Bin 2011 eigentlich erst dazugekommen zur FBM, war das im Oktober damals. Bei dem Quiz von Sabine Bohlmann habe ich gefilmt. Eigentlich, aber blöderweise hat meine Kamera nicht mitgemacht. Aber immerhin habe ich da den Manga Band 1 gewonnen. Der ist deshalb so besonders, weil da eigentlich fast jeder Synchronsprecher auf der deutschen Synchro unterschrieben hat. Und sogar Toru Furuhata. Nicht ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung, ich merke mir nur Toru. Bevor ich mich da blamiere, genau, spreche ich nichts aus. Genau, der japanische Tuxi-Sprecher, der hat auch mit drauf unterschrieben. Ja. Ja, und ich bin eigentlich... Und ich bin noch... Entschuldigung. Ja. Ich bin noch auf den Cons unterwegs, also im Con-Team nenne ich es jetzt einfach mal, offiziell PR-Team bei uns. Und ich bin der... Ich schleife ihn damit. Und ich bin der hauseigene Chauffeur quasi. Ich hatte sie schon alle in meinem Auto. Drin gehabt, ja. Ja, also ich bin meistens für die Stargäste zum... Ja, also er hat auf jeden Fall Sitzfleisch auf den Con-Ständen. Also ich bin der euch immer angrummelt, ne? Ja, du grummelst viel zu viel. Lach mal in die Kamera. Nein, lachen in die Kamera. Mach ich doch. Letzte Chance. Ist das dein Lachen? Ja, das ist mein Lachen. So. Das ist auch mein Lachen. Also ich bin die Sapra und ich bin... Die Deko. Nein, ich bin mehr. Ja. Ich bin schon mehr. Ein bisschen mehr. Ja, also ich bin effektiv eigentlich erst seit 2012 dabei, also nach dir. Wir hatten uns ja auch 2012 kennengelernt. Genau. Also
ja, SMG verbindet, ne? Habe ich auch niemals gedacht, dass ich da irgendwie meine große Liebe kennenlernen werde. Aber so passiert, wo die Liebe eben hinfällt. Und ich bin sehr, sehr froh, denn wir sind ja auch, wir sind wirklich beide leidenschaftliche Sailor Moon Fans und deswegen erträgt er mich hier auch mit den ganzen, ja, er hat ja dann nicht nur mich dazu, sondern auch meine Sailor Moon Sammlung und er muss quasi ertragen, dass die Wohnung komplett überfüllt ist mit Sailor Moon Stuff. Sind ja nur 3 Keller und eine Wohnung, also ja, gar nichts, ganz wenig. Es ist ja nicht, ich habe nicht die größte Sammlung, es ist nur wenig. Wenig. Bei Sailor Moon German bin ich tätig im Bereich Conventions, also so Event Management, kann man sagen, Event Management. Also bei den meisten Events plane ich im Hintergrund mit. Die meiste Arbeit hat schon noch Stavros, aber ich helfe ihnen da schon mit in Brainstorming und ja. Und ich knipse alles mögliche an Leute. Und meistens mische ich mich mal ein bei den Sailor Moon Fan-Treffen auf den Cons. Ich frage halt immer, ob ich dazu kann, weil ich liebe es einfach, diese Gruppenfotos zu machen. Ich liebe es, Sailor Moon Fans abzulichten, vor allen Dingen, wenn sie In-Character sind. Es ist schon toll. Also ich weiß nicht, was ich sonst noch mache. Ich bin halt einfach dabei, sagen wir mal so. Du bist die Merchandise-Tante. Ja, aber nicht, also ich weiß ja nicht alles von Sailor Moon. Ja, nein. Ich weiß einiges, aber ich weiß noch nicht alles und weiß das ganz, macht das natürlich schon Spaß. Du weißt ganz viel. Du weißt jedenfalls viel mehr als ich. Und das ist ja eine Menge. Das ist keine Kunst. Wer die 5. Staffel nicht geschaut hat, wow, der haut ihn doch, jetzt. Doch, wir haben sie geschaut zusammen, weißt du doch. Ja, und sonst, ich weiß es einfach nicht, also ich würde einfach nur plädieren, wenn ihr auf Cons seid, besucht uns unbedingt auf dem Stand, unseren Cons-Stand. Wir versuchen immer, es so abwechslungsreich wie möglich zu machen. Also jeder Cons-Stand hat ein anderes Thema oder anderes Schwerpunkt. Wir versuchen uns abwechslungsreich zu machen und dass es auf jeden Fall nicht langweilig wird. Wird nie langweilig mit uns. Das stimmt. Auf jeden Fall ist es schön, wirklich auch ein Teil von Sailor Moon German zu sein. Ich fühle mich da auch selber immer wieder geehrt, weil man hat wirklich die Möglichkeit, viel zu erreichen. Ja, wir haben sehr viel erreicht dieses Jahr. Wir waren auf fast allen Cons gewesen und wir hatten viele, viele Sailor Pride Momente, aber ich denke, der größte war immer noch die Sailor Pride Con in Berlin gewesen. Ja, das stimmt. Also das Jahr 2015 beschreibe ich in einem Wort. Sie war episch. Und das Jahr 2016 wird legendär! Das hoffen wir doch, oder? Hoffen wir, natürlich. Ja, also ich freue mich echt nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird so viel sein, oder? Oh ja, das wird auch wieder viel. Ja, hinter Sailor Moon German stecken nicht nur eine Person, sondern insgesamt über 30 Leute. Und wir sind nicht nur auf Cons unterwegs. Hinter den Cons arbeiten machen wir noch viel mehr Sachen wie Übersetzen. Wir machen vielleicht auch nochmal unser Magazin. Sailor Moon German hat angefangen mit einem Magazin, mit den Interviews und natürlich mit den Sailor Moon Folgen. Ja, aber vor allen Dingen ist halt einfach nur der Informationshalbe. Alles, was wir wissen, möchten wir auch gern anderen mitteilen und natürlich einfach dient zum Austausch, oder? Ja. Also, weil auch wir bei Sailor Moon German, wir kennen uns nicht komplett mit allem aus und das macht es dann durch Spaß, sich mit anderen Fans auszutauschen. Und das, was ich auch toll fand, war dieser Dubber-Bereich, also diese Fansynchronisation. Das war auch so toll, weil man hat ja die Folgen einfach nicht bekommen. Und dann hat man zum Beispiel Amy's First Love dann auf Deutsch anschauen können. Das war schon eine tolle Sache. Und all diese Dinge macht auch Sailor Moon German aus. Also wir sind nicht nur auf Cons, wir treiben unser Unwesen nicht nur auf Cons rum, sondern im Hintergrund arbeiten wir da auch noch viel. Im Internet. Ja, genau. Und wir sind verstreut in ganz Deutschland und es ist einfach schön, dass wir dennoch produktiv sein können. Ja, also dann denke ich, ergreife ich mal das Schlusswort. Ja. Dann wünsche ich euch allen Fans da draußen und auch dem Team einen guten Rutsch ins Jahr 2016.
Und ich hoffe, dass das Jahr 2016 genauso erfolgreich wird, wenn nicht sogar erfolgreicher als das Jahr 2015. Ja. Ja, also das finde ich echt gut. Vor allen Dingen, Leute, vergesst nicht, vor 20 Jahren konnten wir nicht dabei sein. Aber dieses Mal sind wir dabei, von Anfang an. Ja, an vorderster Front. Verpasst es nicht. Tschüss. Tschüss. Konnichiwa, Princess Moon des. Ja, hallo zusammen, ich bin Princess Moon vom Sailor Moon German Team. Wer Japanisch kann, hat das jetzt verstanden. Warum habe ich das auf Japanisch gesagt? Es ist 2:30 Uhr nachts, ich bin in Japan und nehme für euch dieses Video auf, um auf ein cooles Jahr mit Sailor Moon German zurückzublicken. Ja, vielleicht kennt ihr meine Stimme aus der Radiosendung Sailor Senshi on Air. Vielleicht habt ihr mich auch auf der einen oder anderen Convention gesehen, damals noch mit langen Haaren. Oder vielleicht seid ihr im Sailor Moon German Forum unterwegs, denn da bin ich auch für zuständig. Wenn nicht, hallo und nett euch kennenzulernen. Ja, das Sailor Pride Jahr war ein ziemlich geiles Jahr. Wir haben ganz tolle Sachen gemacht, die ganzen Konzerte, die Stargäste waren top dieses Jahr. Und ja, es war sehr bewegend oftmals. Wir haben ganz schön viel erreicht. Endlich auf der Animagic, davon haben wir schon so lange geträumt. Contopia als erste Convention ohne Sapra Moon als Organisationstalent, ohne SMG himself. War schon sehr spannend, sehr aufregend alles. Dann haben wir den goldenen Kibo für Sailor Moon Crystal entgegengenommen, stellvertretend. Und ja, mit Sailor Moon Crystal geht es ja dann auch weiter im nächsten Jahr. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Sailor Legend, unser neues Projekt. Und ich kann schon mal so viel verraten. Für alle, die traurig waren, dass Sailor Senshi on Air im Sailor Pride ja sein Ende finden musste. Wir sind im Moment dabei, die Sendung zurückzubringen. Wie regelmäßig das passiert, wie genau die Sendung ab jetzt aussehen wird, daran arbeiten wir und ja, wie ihr vielleicht an der Qualität hört, ich hätte gerne ein besseres Mikro benutzt, aber das Headset, was ich hier im Moment habe, ist ziemlich Schrott, also ich werde mir extra für die Sendung ein neues Mikro zulegen und dann könnt ihr mich auch wieder besser verstehen. Und ja, Conventions werde ich leider nächstes Jahr nicht mitmachen können, denn ja, ich habe ja bereits erwähnt, dass ich in Japan bin und da werde ich auch bis im September etwa nächsten Jahres noch bleiben. Aber dann bin ich wieder da und bis dahin hört ihr meine Stimme auf Kibo FM und wann das sein wird, wie oft, das wird noch bekannt gegeben. Ich danke euch allen für dieses ganz, ganz tolle Jahr und hoffe, dass das nächste Jahr genauso geil wird. Und ja, Sailor Moon German ist mein Sailor Pride. Mit diesen tollen Menschen, die ich da kennengelernt habe, euch was Tolles zu geben, das ist mein Sailor Pride Moment, mein Sailor Pride Leben vielleicht. Und ja, ganz viel Liebe nach Deutschland. Bye! Hi Monis, magisch neues Grüße senden euch, Silver und Serenity. Ich bin einer der Moderatoren des Sailor Moon German Forums und ab und zu könnt ihr mich auch auf Cons antreffen. Dort organisiere ich ganz gerne die Tombola oder bin Antwortmittel für alles. Nicht wahr? Ja, genau. Ich wünsche euch für das Jahr 2016 ganz viele magische Sailor Moon Pride Momente, beziehungsweise jetzt heißt es ja Sailor Moon Legend Momente, denn unsere heißgeliebte Sailor Queen in Form jetzt hier Prinzessin kehrt wieder auf die Bildschirme des deutschen Fernsehens zurück und ja, ich wünsche euch, dass ihr in der sonst so beschleunigten Welt einen Moment eurer Kindheit wiederfindet, die Momente wiederfindet, warum ihr Sailor Moon lieben gelernt habt und natürlich hoffen wir auch, dass wir euch ganz viel Sailor Moon Legend Momente bescheren auf den Cons, auf unserer Seite. Und ja, lasst uns unsere Heldin der Kindheit wieder erneut feiern und freut euch auf das Jahr 2016, das ganz im Zeichen des Mondes stehen wird. Ich wünsche euch dafür und ansonsten auch natürlich im Hinblick auf Gesundheit und allem anderen alles Liebe. Bye! Ah!
Hallo liebe Sailor Moon Fans, mein Name ist Davos, ich bin der Leiter von Sailor Moon German. Ich heiße euch hier herzlich willkommen zum Jahresabschlussvideo bzw. zum Neujahrsvideo. Wir vom Sailor Moon German Team bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich für das erfolgreiche Jahr 2015 und freuen uns sehr, mit euch zusammen das Jahr 2016 begrüßen zu dürfen. Dieses Jahr feierten wir mit euch 20 Jahre Sailor Moon in Deutschland. Es war sehr, sehr turbulent, sehr aufregend. Ich hatte sehr viele Sailor Pride Momente. Ich kann mich echt gar nicht entscheiden, was der schönste Moment war. Aber ganz weit vorne sind die Erinnerungen, die ich mit euch zusammen knüpfen könnte. Vielen, vielen Dank. Nächstes Jahr 2016 sind wir dabei, wenn eine neue Legende hierzulande hoffentlich beginnen wird. Ihr entscheidet es, wir entscheiden es, ob wir diese Legende wieder teilhaben lassen werden, Teil unseres Lebens zu sein. Sailor Moon Crystal kommt endlich nach Deutschland und wir feiern mit euch Sailor Legend. Sailor Legend wird auf der Leipziger Buchmesse 2016 beginnen und wird sich so wie 2015 über das ganze Jahr auf vielen Conventions strecken. Aber nicht nur das erwartet euch 2016 von uns. Wir werden euch mit weiteren Projekten, die wir aus unserer Wurzelzeit entnehmen werden, wieder entertainen. Ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin treu. Falls ihr Wünsche, Fragen, Beschwerden habt, schreibt uns einfach, wir wissen nicht. Und nicht vergessen, im Namen des Mondes informieren wir euch.